tragisch, ne? So. Ich würde mal ganz kurz für kleine Schmiede gehen. Ja, klar. Ja. Ihr managt das hier. Das wäre eine bezaubernde Wortwahl. Ah, ne? Hallo Benny, by the way, was machst Hallo du neben Kevin. mir? Setz mich neben dich. Ach so, okay. Ja, ich gehe trotzdem. Ich glaube, dann ist mein Haus fast schon an dem Punkt, wo ich einziehen kann. Jetzt, wo ich ein Dach drüber habe. Ach so, nee, ein Feuer brauche ich noch. Ohne Feuer wird's teuer. Sieht gut aus, muss ich sagen. Fällt mir. Dankeschön. Aber ich bin hier echt schnell durch meine Holzvorräte rasiert, also da muss ich nachbessern. Und es ist schön zu wissen, dass ich es jetzt reparieren kann, ohne dass es wieder kaputt gehen wird. Das ist echt, dass man da nicht rankommt zum Reparieren. Immer so einen Balken rausziehen muss, ist echt irgendwie doof. So, habe ich jetzt alles im Untergeschoss? Da oben ist noch irgendwas. Das muss ich aber, glaube ich, von innen machen. Aber ich glaube, ansonsten habe ich tatsächlich meinen. Hab dich trotzdem lieb, Benny. Schön, freut Auch wenn mich. du dachtest, dass ich jetzt komplett durch die Decke tilte. Aber nein. Ich habe eigentlich nicht gedacht, dass du dadurch durch den Will ich wissen, was Benny schon wieder Sprung. gemacht hat? Er hat Ich mich weiß gar nicht mehr. eingemauert. Ach so, das macht er gerne mal. Aber ich bin komplett ruhig geblieben. Ich dachte, er hat irgendwie der Schmiede das Fundament entzogen oder so. Nee, dann hätte ich gequittet für immer. Ja, deshalb dachte ich, sowas kann man nur machen. Also das wäre zu viel des Guten gewesen. Ja, deswegen, das hätte mich jetzt schockiert, wenn Benny das gemacht hätte. Nee, es gibt schon Grenzen. Es Ach gibt so. echt auch Grenzen. Selbst Finde für ich gut. dich. Set. Oh, lol. Das war ja kompletter Käse. Ich mach aus dem Holz jetzt Kohle, ne? Also, ich geb das nicht wieder. Wessen? Bennys. Ach so. Ist Hier okay. Holz, mach bitte Kohle draus, ja. Geht tatsächlich. Selbst mein Kleiderschrank ist kaputt gegangen, Mensch. So, ich weiß jetzt. Durch den Regen, Das ist tragisch. der hier wütete. Kann ich hier noch ein bisschen Kupfererz rausholen, Hoppla. wenn Oh, da ist mein Hammer kaputt. Habe ich den nicht gerade repariert? Nee, scheinbar nicht. So, Kleiderschrank wieder zu. Ich müsste mal was essen, aber ich kann es gerade noch nicht. Und da regnet es auch schon wieder. Ach, und der Balken. Ach, das hier ist noch nicht überdacht. Ja, na klar, es ist ja der Schornstein. Na gut, dann lohnt sich da jetzt auch noch nichts zu reparieren. Komm, ich hatte noch kurz den Balken hier. Ja, geil. Was denn für ein Balken? Ach so. Ja, dieser eine, der da so ein bisschen versteckt war. Das ist immer ein bisschen tricky, die zu reparieren.
Regnet's hier rein? Oder bin ich nass? Ach, ich bin nass. Oh, Gott sei Dank. Regnet das rein? Ich hätte überall Eimer aufstellen muss. Neun Haus, Mensch. Oh, ist ja nicht mal der Castello. Okay. Schatz feiert. Ist so. Ja, klingt fies, ne? Aber wir mussten Eimer aufstellen. Zum Einzug. Ja. Das ist nichts, was ich mir auf die Fahnen schreiben würde. Na, dann schreibst du es woanders hin. Ja. Problemlöser. Ja. Brauche ich schon immer. Das sieht soweit alles ganz gut aus. Jetzt muss hier noch der Boden im ersten Stock repariert werden und dann sieht's ganz gut aus. Hat noch mal jemand Bock, Eiktür mitzumachen? Sonst mache ich es alleine. Ich brauch's gerade nicht, danke. Ich meine nicht die Kraft, ich meine den Boss. Ach so. Ich brauche noch was kurz zu essen, ja, ich komme mit. Ja, nee, kein Stress, ich muss hier eh erst. Ich muss erst ja alles fertig reparieren. So viel Zeit muss sein. Gibt's irgendwo Essen für mich? Koch? Ranch. Ja, guck mal an die Kisten. Das ist das Äquivalent zu früher, wenn man gesagt hat: Mami, gibt's was zu naschen? Ja, guck in die Küche. Ja. Mit Blaubeeren, aber wenn der Koch einfach mal keinen Bock hat. Guck in die Küche, Mann. Ist schon irgendwas da. Ist immer irgendwas da. Ah, ist doch okay. Nehmt nicht übel. Bist du schon so weit oder noch nicht? Gleich. Ja, ich denke, ich bin soweit. Mein viel Equipment brauchen wir für den jetzt nicht. Mir geht's ja auch nur um die Trophäe. Ich will die halt nur haben, weil sie schön aussieht. Nee, ist richtig. Und wenn das Haus nicht mehr so verwittert aussieht, sieht's auch gleich mal ganz anders aus. Ach so, was wir noch brauchen, sind zwei Hirschtrophäen. Das können wir den nicht beschwören. Das ist tragisch, ne? Kommt Benny jetzt doch mit, oder was? Nee. Weil es so aussah, als würdest du Hirschtrophäen holen. Dann geh ich selber. Machst du das eben? Ich hol die, ja. Supi. Trophäen. So. Haben wir nur also 35 mal, Stück. Ich könnte mal sagen, das Bronze, was ich jetzt mache, ist dann erstmal, ja, also ich habe dann weder Zinn noch Kupfer. Nee, ich habe dann weder Zinn noch Kupfer. Ich muss dann komplett alles neu. Also mehr wird heute nicht werden erstmal. Ja, ist ja besser als nichts. Ich meine, wir sind ja auch schon ganz gut ausgestattet mit Bronze. Ich glaube, da ist gar nicht mehr. Upgrade ein bisschen was. Ja, also ein Upgrade und vielleicht eine Bronze-Spitzhacke, das sind so die Sachen, die sich noch lohnen. Und ich glaube dann, das restliche Bronze brauchen wir wirklich nur noch für Sachen zum Bauen. Ja, ja. Ich muss mal gucken, wie viel draus wird. Ich weiß es noch nicht. Muss mal gucken, wo ist denn eigentlich Eiktür? Ja, da drüben. Ich müsste mal den Wegvisier am Spawn einlesen. Dann kann ich mir nämlich meine Markierung da wegmachen. Nimm mir auch schon ein bisschen Holz mit. Ja, ja, wenn es hier so rumliegt, nehmen wir es mit. Nee, ist richtig. Halt's Maul, Kräuling, wir ziehen hier was durch. Piste. Geil. Wieder weggeschleudert, nicht so. Ja, oder? Endgeil. Das war wie nice. Da war der ganze Hass gebündelt. Wir ziehen hier was durch, bumm. Haut's gegen den Baum dahin. Ah, das war schön, das hatte viel Schönes.
als hätte auch Benny gefallen. Der Hass da war echt real. Benny ist gerade nicht ansprechbar. Der Koch ist im Architekturmodus. Komplett. Sorry, ja. Nee, alles gut. Ist doch in Ordnung. Wenn man manchmal vertieft, ist erstmal vertieft. Geht's den Menschen wie den Leuten. Ah, das erinnert mich an vor einigen Streams, als wir hier zum ersten Mal Eiktür besiegt haben. Der einst. Damals! Früher. Kommt früher vor, als wär's Äonen von Jahre her. Ja. Lichtjahre quasi. Ein paar Monde. Ja, Lichtjahre wäre nicht so wissenschaftlich korrekt gewesen. Warum jetzt? Als er die Entfernung misst. Nicht die Dauer. Weißt du was? Dann sage ich einfach Sternzeit 34872. Besser? Ja, könnte hinhauen. Ich habe eine Deer Trophy. Also für den Fall, dass drei benötigt werden, hätte ich jetzt noch eine. Vorbeigehenden Hirsch auf dem Arsch gekloppt, hat ihn direkt umgehauen. Das klang so falsch. Ach, hier ist ja auch schon ein Alter. Hä? Wusste ich gar nicht. Ist gar nicht mehr auf der Karte, Mensch. You make the sacrifice. Ey, der Mütti. So, wo nächste habe ich da eine auf dem Poppes will. Ich... Was willst du denn jetzt, Junge? Eiktür! Wo ist denn der? Ach, nicht da. Na hallo, die, hä? Oh, dauert mir jetzt lang mit Pfeilen. Ich klopp einfach drauf. Oh, ich geh da einfach in den Pfeil. Was ist los? Was ist dein Problem, Matze? Weiß ich auch nicht. Womit? Ich esse erstmal was, ne? Also, du hast gerade. Tschüss, tot Rohrer. Der schön. Das ist ja ein Elite-Droger Stufe 1 schlimmer als Eiktür. Na los, spawn was. Geil. Ich hab ein hartes Geweih gekriegt. Kannst du mir mal kurz, kannst du mal kurz einen Alten geben? Einen Alten, warte! Schönen Dank. Ja, gar kein Problem. Brauchst du Holz? Klar. Nehmen wir gleich noch ein bisschen Holz mit. Einmal hier im Wald sind. Ich hab kein Holz mehr. Ne, Holz vor da hinten! Okay, lass uns das an der Stelle. An irgendeinem Punkt müssen wir auch tatsächlich mal aufhören mit sowas. Findest du? Ja. Okay. Matze, wie viel Holz brauchst du denn für dein Haus noch? Ich denke schon noch ein bisschen was. Kann ich mir. Sind ja halt nur noch zwei Holzstapel da. Nimm sie dir, ich bringe ja gerade schon neues mit. Geh dann mal demnächst Holz sammeln noch. Das ist ja das Schöne, dadurch, dass es jetzt ein Server ist, kann jederzeit Holz gesammelt werden. Und es ist nicht mehr darauf angewiesen, dass ich da bin. Baum fällt! Solange er nicht auf mich fällt, ist es gut. Jetzt los! Sag mal, bin ich diesen Stream eigentlich schon mal gestorben? Ohne jetzt mal hier was jinxen zu wollen? Was ist denn heute los? Ich bin einfach für dich mitgestorben. Ja, ach, ist so. Lieb? Benny ist dafür echt übel häufig gestorben. Ist voll cute. Danke. Baumfeld! Wo ist er denn hin? Ach, hier. Ich helfe doch mal ein bisschen beim Holz abbauen, ne? Das ist übelst cute. Ihr seid so übelst lieb heute, das ist der Wahnsinn. Achtung, Baumfeld! In Ordnung, wo du bist. Bisschen gar nicht so weit weg von dir. Was schreit der Wurm nur? Baumfeld! Baumfeld! Oh. 10 Kilometer weg. Ey. Baumfeld! Alle in Deckung! So, was können wir denn hier mal wegschmeißen? Was brauchen wir denn nicht? Ach, ich bin so ein scheiß Messi. Hier, Federn, weg damit. Danke. Ich hab sowohl das Holz als auch die Federn genommen. Sehr gut.
Platz habe ich noch ein bisschen. Ich habe auch noch Platz. Kevin lässt ja die Stämme einfach komplett. Ja, ja, mit Stämmen gebe ich mich nicht ab. Rassistisch. So. Hey, wieso kann ich das nicht aufnehmen? No room in inventory. Jetzt kann ich mich auch mal kreuzweise mit. Was soll das? Herrschaft, Zeiten noch einmal. Ja, aber wirklich. Das schmeißen wir jetzt mal weg. Hier, gib mir mal hier, komm, Tierheit, weg damit. Schnullifutz. Tierheit. Tierheit. Oh, Baumfeld! Was soll ich weiß nicht, was er anfängt. Seit wann brüllt denn Matze random einfach nur irgendwie? Ja, Kevin, der liegt doch Holz. Ich kann es nicht mehr mitnehmen, ja. Ich bin voll. Don't get it. Ich auch nicht, Benny, ich auch nicht. Herrlich, herrlich, herrlich. Ich weiß es nicht, was da passiert ist bei ihm. Ich wollte euch doch nur Bescheid sagen, Mann. Ja, ja. Ist mir wirklich ein Baum gefallen. Ja, ja, klar. Aua. Ach, und weißt du, was ich jetzt mache? Ich nehme den Wegweiser am Spawn mal noch mit. Damit ich mir die actual Location auf der Map markieren kann. So, jetzt bin ich voll. Oh, Kevin, ich krieg hier übelste History-Vibes. An dem Fleck hier. Weil ich mir relativ sicher bin, dass du hier mal gebaut hast. Ja. Ich glaube, das ist die Ecke. Also, wir haben es gut kaschiert, weil wir wieder Gras drüber gepflanzt haben. Aber ich glaube, das ist die Stelle, wo wir ganz am Anfang gesiedelt haben. Aber safe. Ja. Safe ist das die Stelle. Ja, ja. Da hat sogar ich mal ein halbes Haus. Ist richtig, ja. Ist mehr, als du jetzt hast. Ja. Und da sieht man noch, wo meins stand. Da kann ich mal hier... Die Montierung habe ich vorher noch. Ach, echt, ja? Ist ja fast schon historisch. Jetzt wohnt hier ein Wildschwein. Häuser habe ich noch. Aber für mein Haus habe ich auch noch. Ich sehe es jetzt erst. Nochmal sieht's. Genau hier hast du gehaust. Odin! Wo? Direkt vor mir. Ist doch das? Direkt gespawnt, das ist Odin. Ach, das ist doch ein Geist. Naja. Oh, hi Odin. Oh, cool. Hat mal wieder geguckt, was wir machen. Der taucht heute in letzter Zeit echt oft auf. Schon das dritte, vierte Mal, dass ich den jetzt sehe. Der stalkt mich. Ich glaube, der hat einen Crush auf mich. Ich denke nicht. Himbeeren nimmt man gar nicht mehr mit, ne? So ist es mittlerweile. Ja, aber also irgendwann brauchen wir es wieder. Ja, irgendwann müssen wir so wieder sammeln, ja. Wegen der Marmelade. Momentan haben wir noch wegen der Marmelade. Naja. Ich weiß gar nicht, warum ich ganz cool aus hier. Mit dir mitkommen, aber. Das weiß ich auch nicht, weil du ein Kollege bist. So, jetzt kann ich nämlich mal die ganzen Wächteraltare, die ich mir hier markiert habe, also ein. Ich habe noch eine Markierung für der Karen, aber ich glaube, da steht keiner mehr, oder? Ich lasse die mal da. Muss ich mal die Tage mal absuchen. Hab ich da irgendwo eine Karen stehen lassen? Das wäre ja ein Ding. Verpiss dich! Um, nom, nom. Ich habe nicht mal mehr Platz für Harz. Ich bin komplett ich hab's mitgenommen. Bis obenhin voll. Also ich habe wieder 1, 2, 3, 3 Stacks Holz dabei. Ich habe 2 Stacks Holz und 9 Edelholz. Achso, na Edelholz habe ich auch nochmal 8, ja. It ain't much, but it's honest. Wood. Wood, 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 wood. Wood, wood, wood. Wood, wood, wood. Also langsam haben wir doch einige Flecken der Map hier entdeckt. Aber wenn man mal ganz rauszoomt, sieht man mal, was wir alles noch nicht entdeckt haben. Tragisch. Nö, ist eher motivierend. Ja, also das Schönste, ich habe jetzt gerade, wo ich rausgezoomt habe, habe ich ein bisschen, weiß ich nicht.
Ich finde es halt schön, dass es noch so viel zu tun gibt, weil zumindest mich persönlich langweilt das Spiel auch noch nicht. Nee, ja, das ist gut. Wirklich. Also die Motivationsspirale aus entspannt bauen und auf Abenteuer gehen, die funktioniert verdammt gut, muss ich sagen. Oder halt entspannt in der Schmiede sitzen, ne? was immer man halt zur Freizeit so macht. Ja, und solche Dinge macht man. Ach Mensch, und da schält sich mein Haus drüben aus dem Boden. Aus dem Nebel. Herrlich, herrlich. Ich rutsche ab. Na Quatsch. Okay, ich rutsche nicht ab. Kevin hat's verboten. Wo soll ich denn jetzt das Holz hin tun? Du nimmst. Hast du einen Hammer? Ja. Dann nimmst du den und baust einen Holzstapel irgendwo dahin, wo wir gerade bauen. Ein Grauzwergenschamane. Vor Matzes Haus. Ey! Weg von meiner Hütte. Ohne gelegt. Sehr gut. Bist vergiftet. Nö, no, passiert. So, wo soll ich das hin tun? Hier einfach wo, hä? Einfach hier irgendwo ein Holzstab. Benny, I have arrived. Warst du runter? Ich musste mal kurz mein Haus fotografieren. Ach so. Im Online-Server, damit ich weiß, was ich machen muss. Ähnliches Problem habe ich tatsächlich auch. Aber noch geht's. Ich würde mich aber tatsächlich schon wieder in die Koje legen wollen. Wenn das für euch alle okay ist. Kann ich nur meine Brüstung springen? Doch, kann. Zieh dein Ding durch. Was wollen denn jetzt die Krautwerken hier? Ich weiß auch nicht, was die für ein Scheißproblem haben hier. Keine Ahnung, vielleicht wollen sie ein paar Staubsauger oder sowas verkaufen. Nee, brauchen wir nicht. Damit wird kein Staub gesaugt. Echt so, das wird liegen gelassen. Tritt sich fest. Dann haben wir einen schönen Linoleumboden. Gute Nacht. So, was habe ich denn jetzt hier schon wieder alles dabei? Alter! Du Lappen! Es ist immens wichtig, hinter sich die Tür zuzumachen. Es ist immens wichtig, dass du mir mit der scheiß Tür die Nase nicht brichst. Nö. Das ist schon okay. Was sag mal dazu? Lappen. Ja, das passt. Passt relativ gut sogar. So bring me Edelwein. Du kannst rein, du kannst rein. Du kannst erstmal rein. Was habe ich hier noch? Hartes Geweih, wo kommt denn das hin? Das weiß ich auch nicht so richtig. Wir haben uns daraus Spitzhacken gebaut und das, was wir jetzt haben, ist eigentlich übrig. Das brauchen wir nicht wirklich. Tu es einfach in die, keine Ahnung, Knochenkiste oder so. Ich müsste wahrscheinlich mal anfangen, hier ein bisschen zu beleuchten. Ne? Das ist... Na... Bisschen duster hier. Bisschen duster. Ich hab doch Münzen. 98. Ist gut, da können wir uns ja vielleicht doch bald so ein Helmchen kaufen. Wir haben jetzt 269. Okay, dann fehlt noch ein bisschen was. Ich glaube, der Helm kam. Lass mich lügen. 650 oder so. Ja, genau. So, ich hab noch zwei Nixenschwänze hier für den Koch. Ja, oh, nice. Die Pilze sind die auch bei dir, ja, ne? So.
Ja. Habe ich denn jetzt hier alles schon repariert? Ja, ich habe schon alles repariert. Na Mensch, hier ist ja was los. So, dann bin ich auch schon wieder. Genau, ich mache mir selber die Tür zu. Ich bin noch ein Honk. Dann muss ich mal erstmal ganz dringend in die Schmiede runter. Du musst immer dringend in die Schmiede. Ja, gut, ne? Also, ne, egal was ist, du musst immer dringend erstmal in die Schmiede. Das halt ist dein Mojo. Ja. Ist halt auch, wenn du dich fragst, wo steckt Kevin? Also safe sagen, ist in der Schmiede. Also, was ich in Valheim ganz gut finden würde, wenn man wie in Minecraft quasi nach links bauen kann oder an die Seite ran, wenn man, indem man Shift drückt, dass man nicht runterfällt. Ja, same. Oh Mann. Genau in dem Moment, wo du das gesagt hast, hätte ich genau das gebrauchen können. Ja. Brauche ich ja. So, Damen und Herren, wir haben 18 Bronze. Also ich melde Interesse an, meinen Knüppel zu upgraden. Kleider können wir nicht viel draus machen. Ansonsten, was habe ich noch? Halt hier. Meine Rüstung ist fast durchgehend Stufe 2. Das ist erstmal in Ordnung. Rüstung ist bei mir auch auf Stufe 2. Mein Schild zwar noch nicht, aber gut, das ist nicht so wichtig. Also ich könnte, wie gesagt, eine Bronze-Spitzhacke machen. Wenn wir das machen wollen. Da ja, ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn einer eine mitnimmt. Da hat er doch ja mal Bock drauf. Aber auf der anderen Seite braucht die auch gleich mal 10 Bronze, ne? Also. Ja, die ist nicht ganz billig. Das stimmt. Man kann sogar Bronzepfeile machen. Na, you don't say. Das kann man machen, aber das ist momentan dafür sind wir noch zu knapp an Bronze, glaube ich, dass sich das lohnt für uns.